jetzt bin ich gespannt, ob das Pferd mit dem coolen Namen die Emma aus der Reserve locken kann. Wo ist denn die Emma? Emma? Ist sie in der Dressurhalle? Nee. Wo ist denn die Emma hin jetzt? Emma! Hallo? Emma! Da hinten steht sie! Was machst du denn da hinten, Emma? Ich dachte, wir gucken ein Pferd an. Ach, da hinten ist das Pferd, oder? Also, guter Kota, ich bin bereit, Silvermane Seraphim kennenzulernen. Riechst du nicht auch das Schicksal? Ja, ich hoff's. Jetzt haben wir schon zwei Pferde angeguckt. Nummer drei ist am Weg. Ist es zu spät, um nach Hause zu rennen, um mich umzuziehen? Ich will doch keinen schlechten Eindruck machen. Komm schon, reiß dich zusammen, Emma. Dieses Top ist total niedlich. Ja, total. Pferde lieben es. Sei einfach du selbst. Aber was, wenn ich selbst zu sein nicht reicht? Es wird alles gut, Entschuldigung. Ich bin hier, um ein Pferd zu kaufen. Ich habe gehört... Schau! Da kommt sie! Oh, die ist süß. Wow, ist das... Silvermane Seraphim. Die Gerüchte sind wahr. Sie ist wieder auf dem Markt. Was würde ich nicht dafür geben, so ein Pferd zu reiten? Oh. Du hast also Interesse daran, Silvermane Seraphim zu kaufen? Cool. Möchtest du einen Testritt mit ihr machen? Aber selbstverständlich. Ja, die passt natürlich sehr, sehr gut zu der Emma. Da gebe ich allen recht. Dakota, du begleitest mich doch, oder? Ohne meinen Kompagnon bin ich aufgeschmissen. Ja klar, ist kein Problem. Los geht's wieder. Bling! Komm! Reit da ein wenig schneller, Fräulein, komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Also, okay, sie ist, glaube ich, begeistert. Ich hoffe, das Pferd nimmt sie jetzt. Langt schon wieder dann. Sonst sehe ich noch fünf Pferde, die ich haben will. Hey, wo willst du hin? Oh, ich, ich... Ja, wo ist sie denn? Ja, komm halt dann. Oh Mann, jetzt habe ich sie verloren. Da ist sie. Jetzt, du bist so langsam, Emma. Ich dachte, du bist eine gute Reiterin. Derweil muss ich... Hui! Die schreit immer so, wenn sie in die Luft springt. Ist voll lustig. Jetzt wart halt. Also erst kommt sie dann hinterher und dann rennt's. Hui! Das kann ich auch. Ach so, ich muss da runter. Okay. Ich wollte jetzt die Abkürzung reiten, Leute. Oh, da wäre sie aber beide runtergefallen von der Klippe, ne? Also da musst du bei aufpassen, Fräulein. Da musst du aufpassen, weil sonst bist du weg vom Fenster. So, ich weiß nur nicht, wo wir hinreiten. Wir reiten wahrscheinlich die komplette Runde. Wua. Okay, alles klar. Also, läuft bei dir, hätte ich gesagt. Komm halt jetzt. Los, Emma! Also, ich will ja nichts sagen, ne? Also, dein perfektes Springpferd, also mein Smokey, begeht besser. Und der ist ein Fjordi. Ein kleines, süßes Fjordi auf Level 7. Er ist noch nicht mal fertig ausgebildet und ist besser wie dein Pferd, Emma. Ich will es nur kurz erwähnt haben. So, komm, Emma, los geht's. Endspurt! Endspurt! Und wir geben Gas. Komm, Smoke. Smoken! Wupp, wupp, wupp. Yay! Ausgezeichnete Form, Emma. Du hast sie gut im Griff. Du bist wie dafür geschaffen, dieses Pferd zu reiten. Ja, sie ist ziemlich beeindruckend. Etwas zögerlich bei Sprüngen, aber... Betreibst du Dressurreiten? Ich habe darüber nachgedacht, aber mich interessieren mehr die Springturniere. Mir schwebt schon immer eine Teilnahme beim Vielseitigkeitsreiten vor. Hm, ach so, wenn du so darüber denkst. Was? Es ist nur so, dass du nie ein besseres Pferd für das Dressurreiten als Silvermane Seraphim finden wirst. Und offensichtlich hast du auch das nötige Talent dafür. Das Vielseitigkeitsreiten kann warten. Lass so eine Chance nicht aus, Emma. Du gehörst in die Arena. Was meinst du, Dakota?
Ich weiß es gar nicht. Ich hätte gesagt, sie scheint das perfekte Pferd für dich zu sein. Perfekt. Ja, stimmt, das ist sie wohl. Aber nicht für mich. Ich muss in große Höhen aufsteigen. Tut mir leid, Silvermane Seraphim. Dein Name ist fantastisch und du bist das verdammt nochmal schönste Wesen, das ich je gesehen habe. Aber ich kann dich nicht mit nach Hause nehmen. Es ist so. Du bist eine Ballerina und ich bin eine Wrestlerin. Es würde nie funktionieren. Das bedeutet dann wohl Adieu. Oh. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Leute. Das war das letzte Pferd auf der Liste. Ich habe wohl Pech. Vielleicht sollte ich meine reiterlichen Träume einfach aufgeben und mein Erspartes für Katzen ausgeben. Oh mein Gott. Für den Preis eines Pferdes könnte ich ein Dutzend Katzen kaufen und hätte immer noch genug Geld übrig, um einen kleinen Sattel zu stricken. Seufz. Ach komm, gib nicht auf, Emma. Schau, da kommt Sonja. Was soll ich ihr nur sagen? Ich enttäusche sie gerade schwer. Emma, hat dein Gesicht eine Fehlfunktion? Ich habe dich, glaube ich, noch nie nicht lachen sehen. Tut mir leid, Sonja. Ich habe es ehrlich gesagt versucht. Aber es gibt, glaube ich, kein Pferd für mich auf Jorvik. Ich gebe auf. Emma, du Dussel, das ist Jorvik. Hier gibt es ein Pferd für jede Person. Nicht mich. Ich habe mir alle Pferde auf deiner Liste angesehen. Zuerst Clyde, aber er war einfach zu groß. Dann Mudskipper, aber sie war schmutzig. Und Silvermane Seraphim war unglaublich, aber kein Springpferd. Warte mal kurz. Was war genau das Problem mit dem zweiten Pferd? Das Assateague? Sie war so schlammig. Schon wahr, sie hatte die liebenswertesten Augen und hat es auf das Springen angelegt. Und das nicht in nervöser Hinsicht. Sie schien echt Freude am Springen zu haben und ach. Was bin ich nur für ein Dussel? Ja, jetzt schön, dass du es einsiehst, Fräulein. Dasselbe habe ich auch gesagt. Ich war so von den süßen Babymustangs und der leichten Schlammschicht abgelenkt, dass ich die Schönheit direkt vor meiner Nase gar nicht gesehen habe. Ich muss Mudskipper sagen, was ich empfinde, bevor es zu spät ist. Ich komme mit. Kasper und ich sind direkt hinter euch. Okay, Leute, also wir können die kleine Matzkipper nicht adoptieren, weil die Emma adoptiert sie. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht von der Emma, dass sie da nicht drüber hinwegsehen konnte, dass das Pferd einfach dreckig ist. Und die ist ja mega süß, Leute, mit ihren grünen Augen und alles. Also ich bin verliebt, definitiv. Dann sind wir bei Birksgehöft angekommen und reden nochmal mit Emma. Da ist ja Maddie. Skipper heißt sie doch eigentlich, oder? Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Ja, das hoffe ich auch. Oh nein, wir sind zu spät. Kirsti verkauft meine Seelenverwandte an den falschen Menschen. Oh Gott. Oh Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Es ist nicht zu spät, Emma. Du bist eine Kämpferin und gibst nie auf. Geh dorthin und sag dem Pony, was du empfindest. Du hast recht. Nimmst du Junior Buttergood, dieses Pony, und wirst es lieben, achten und ehren in guten wie in schlechten Zeiten? Ich habe eine Koppel und etwas Heu. Können wir die Sache etwas beschleunigen? Die Sonne geht gleich unter und Papa wird bald wach sein. Wenn niemand etwas einzuwenden hat, dank der mir von der Rettungsrente als zertifiziertes Pony-Ersatzmutter verliehenen Kräfte, erkläre ich euch hiermit zu Stopp die Adoption! Emma! Es wird nicht einfach werden, Maddie. Du bist kein einfacher Fall, aber das bin ich auch nicht. Wir werden jedoch jeden Tag daran arbeiten, denn was wir haben, ist es wert. Du bringst mich dazu, eine bessere Reiterin werden zu wollen. Also, was sagst du, Maddie? Wirst du diesen verrückten Sprung ins Ungewisse mit mir wagen, um mein einziges und alleiniges Pferd werden? Oh, sie will! Schnief, wahre Liebe treibt mir immer das Wasser in die Augen. Verkaufst du mir jetzt das Pony oder nicht? Nein, tun wir nicht. Nein, das tut sie nicht. Grummel, Grummel. Du wirst noch den Tag bereuen, an dem du dich Junior Buttergood in den Weg gestellt hast, kleine Emma. Oder Junior heißt er, ne? Buttergood. Geh weg. Oh, Mudskipper. Ich will aufsatteln und mit dir in die entferntesten Ecken auf Jorvik reiten. Aber zuerst, Dakota, wirst du mir helfen, sie richtig gut abzubürsten? Sie ist nämlich unglaublich dreckig. Echt, was wird jedes da wird jedes Schwein neidisch. Okay. Los geht's. Dann müssen wir hier das Putzzeug holen erstmal, oder? Okay, wir haben Putzzeug. Bürsten. Wow. Wow. Oh, und jetzt ist hier ein Palomino.
Was für ein wunderschönes Mädchen! Ich erkenne sie kaum wieder. Hast du denn gar nichts gelernt, Kirsty? Wahre Schönheit kommt von innen. Oh, so habe ich das nicht gemeint. Ich ziehe dich doch nur etwas auf. Meine Matskipper ist hinreißend. Oh, das ist voll süß. Ich glaube, ich soll mich wieder auf mein Pferd setzen. Wenn ich nur daran denke, dass mir beinahe das perfekte Pferd entgangen ist, weil ich nicht nur über ein wenig Schlamm hinwegsehen konnte. Weil ich nicht über ein wenig Schlamm hinwegsehen konnte. Ja, es ist wirklich, ich habe mir schon kurzfristig gedacht, was du für eine bist. Es ist abgemacht. Madi ist das richtige Pony für mich. Höchste Zeit, alles unter Dach und Fach zu bringen. Ja. Also gut, Kirsty. Ich habe hier mein Checkheft. Wo sind die Unterlagen, damit wir alles offiziell machen können? Ich hasse es ja, diejenige zu sein, die einem glücklichen Ende im Weg stehen will. Aber das ist eine große Verpflichtung. Ja, da hat die Sonja definitiv recht. Und auch wenn es nur eine Formalität ist, aber denkst du nicht, dass du einen Testritt mit Matskipper unternehmen solltest, damit du sicher gehen kannst, dass eure Verbindung auch im Sattel Bestand hat? Eine Art erste Verabredung etwa? Nun, wenn dir das recht ist, Madi. Ja. Oh, das ist ein neues Set. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das wäre dann wohl ein Ja. Dakota, wirst du mich begleiten? Ich würde auf der Koppel am Ende der Straße gerne einige Sprünge ausprobieren. Logisch. So, ich musste jetzt ganz kurz die Aufnahme stoppen, weil sonst meine Platte vollgelaufen wäre. Und jetzt ist leider Gottes die Sonja über alle Berge. Oh, sie ist super glücklich. Hier kommt der Sprung. Ja, ich sehe es leider nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich denke mal, sie ist gerade auf dem Platz hier. Ja, da ist sie. Ich sehe sie. Da hüpft sie. Schaut's. Oh, ich muss auch darüber anscheinend. Hui. Yes. Und klick. Ich will zwar nicht, dass dieser Ritt je aufhört, aber wir sollten uns langsam auf den Rückweg machen. Reiten wir zusammen zurück, Dakota? Ja, klar. Und, wie war dein Ritt? Der Stoff aus dem Märchen sind, Kirsti. Kein Mädchen und ihr Pferd hatten je, was Maddie und ich haben. Ach du meine Güte. Ja, sie ist einfach glücklich mit ihrem Pony. Das ist doch absolut in Ordnung. Wir waren schon ein ziemlich gutes Paar, nicht wahr, Maddie und ich? Schon beneidenswert, daran teilzuhaben, wie sich zwei Seelen finden und das entgegen aller Widrigkeiten. Ach, schön. Okay, jetzt ist es aber definitiv an der Zeit, die Papiere zu unterschreiben und Madi mit zu meinem Stall zu nehmen. Moment mal. Schon wieder, Sonja? Was ist denn dieses Mal? Beim Kauf eines Pferdes solltest du immer darauf achten, dass ein Tierarzt und ein Hufschmied sich vorab das Tier angesehen haben. Es ist ja nicht so, dass ich Kirsti nicht traue, aber du weißt schon. Kavo em Tor? Oh Gott, keine Ahnung. Möge das Käufer aufpassen. Möge die. Was? Keine Ahnung. Sorry, Leute. Sie hat recht, Emma. Wir sollten das alles nach Vorschrift regeln. Ich bin voll und ganz einverstanden. Kavo etor ist immer ein weiser Rat. Dann im Namen des Cavalier Imperator gehen wir es an, Dakota. Ich hoffe, dir macht es nichts aus, mich noch ein letztes Mal mitzunehmen. Warte auf mich, Maddie. Sei stark. Überlebe. Ganz egal, wie lange es dauert oder wie weit ich reiten muss, ich werde wieder zu dir zurückfinden. Gott, sehr theatralisch. Wir werden uns gut um sie kümmern. Bring du nur die Tierärztin und den Hufschmied her. Okay, wo müssen wir denn hin? Okay, wir müssen nach Dandol. Und da sind wir auch schon. Du möchtest, dass ich mir ein Pferd auf Birks Gehöft ansehe? Gar kein Problem. Ich werde mich gleich auf den Weg machen, nachdem ich mit diesem Patienten hier fertig bin.
Okay, und jetzt müssen wir wo noch genau hin? Moorland. Okay, wo ist denn hier der Pferdetransporter? Hier unten. Dann fahren wir nämlich jetzt zu Konrad. Wie sie sich immer freut, wenn wir springen. Das ist voll süß und sie ihre Hände vorreißt. Das ist echt süß. So, dann geht's auf nach Moorland. Und ab zu Konrad. Da lang müssen wir. Uhu, Konrad! Du bist also auf der Suche nach einem Hufschmied, der sich ein Pferd ansehen soll? Es wäre mir eine Ehre, Miss Emma. Ich hole nur schnell mein Werkzeug und treffe dich dann auf Birks Gehöft. Sehr gut. Das wäre geschafft. Reiten wir jetzt nach Nebelfall zurück. Ich vermisse meine kleine Matzke schon. Okay, dieses Mal werden wir nicht zurückgeportet. Das heißt, wir gehen einfach wieder schnell in den Hänger rein und fahren zurück zu Birks Gehöft. Die Quest ist richtig lang, Leute. Ich nehme jetzt, glaube ich, schon über eine halbe Stunde auf. Ehrlich gesagt, glaube ich, schon über 40 Minuten. Unsere Experten sind eingetroffen. Willkommen auf dem Gehöft. Ich wusste gar nicht, dass du auch Hausbesuche machst, Konrad. Nun ja, für eine Freundin von Dakota. Wie ist die Prognose, Dr. Irene? Sie ist etwas untergewichtig und sehr aufgebläht, mehr als sonst üblich für ein Assateague. Ich vermute, dass Mudskipper an Bandwürmern leidet. Bandwürmer, was? Darüber kann ich vermutlich hinwegsehen. Wenn das ein Teil von ihr ist, dann muss ich das wohl akzeptieren. Nein, Bandwürmer gehen ja wieder weg. Oder ich könnte sie auch einfach entwurmen. So schwierig ist die Behandlung nicht. Klasse. Und Mr. Marston, wie sehen die Hufe aus? Bei Aideen, die Hofpflege ist bei deinem Mädchen hier mehr als überfällig. Ihr fehlt ein Eisen und die anderen waren viel zu lange an den Hufen. Die Hufe sind etwas ausgetrocknet, wodurch sie ein wenig eingerissen sind. Den rechten Hinterhuf muss ich reparieren, da dort ein Teil weggebrochen ist. Aber nichts, was ein wenig Keratin nicht retten kann. Hör mal, Emma, das ist ein gutes Pferd, aber du wirst dich sehr sorgfältig darum kümmern müssen, damit es sein volles, gesundes Potenzial erreichen kann. Und Teil dieser Verantwortung ist der regelmäßige Besuch beim Hufschmied. Du kannst mich bei Fragen jederzeit anrufen. Jetzt hast du sicherlich eine gute Vorstellung davon, worauf du dich einlässt. Bist du immer noch bereit dazu, Emma? Machst du Witze? Ich liebe sie mehr denn je. Auch mit Würmern. Ach Gott, süß. Ich will genau das, was sie hatte. Oh, ist das süß. Das ist voll, diese Story ist voll süß, Leute. Würmer, Hufpflege, die Adaption eines geretteten Pferdes ist etwas komplizierter, als ich mir das gedacht hatte. Aber es sind unsere Unvollkommenheiten, die uns so perfekt füreinander machen. Also, das wäre es dann wohl. Ich bin bereit für den nächsten Schritt und will jetzt mein erstes eigenes Pferd kaufen. wir kriegen eine Tasche. Das ist ja cool. Servus, hallo. Sonja, Dakota, werdet ihr die beiden Zeugen sein? Oh mein Gott, Zeugen gleich. Es wäre mir eine Ehre. Sicher, warum nicht? Willst du, Emma, dein dir anvertrautes Pferd? Ich will! Ich will dich dreckig oder sauber, ich will dich mit deinem übermütigen kleinen Trab und eigenartigen Viren, ich will dich mit deinen Würmern und gespaltenen Hufen und all die ekligen Dinge, die noch uns so bevorstehen. Ich liebe dich, Matzkipper. Oh Gott, ist das süß. Oh, sie liebt sie auch. Oh, goodness gracious. Schnief. Oh, ich liebe Happy Ends. Ja, ich auch. Ich liebe auch Happy Ends, Leute. Das ist mega süß. Es ist wie eine Hochzeit gewesen gerade. Die Suche nach meiner Seelenverwandten war eine ganz schöne Achterbahnfahrt, aber sie war es wert, weil ich Maddie gefunden habe. Danke, dass du immer an meiner Seite warst, Dakota. Du darfst jederzeit wieder mein Kompagnon sein. Oh, das ist voll süß, Leute. Dann war es aber auf jeden Fall mit dieser mega süßen Quest. Da hinten steht die Skipper oder Muddy, wie sie sie nennt. Und ja, Ende gut, alles gut, hätte ich gesagt, oder? Dann war es auf jeden Fall von dieser Quest. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen.
über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!